Der Porsche 550 Spyder von 1957. Luftgekühlter Vierzylinder-Boxermotor mit 4 Nockenwellen. 135 PS Leistung bei nur 540 Kilo Trockengewicht. 39 Stück wurden davon gebaut. Und einer dieser sündhaft teuren Renn-Oldtimer gehört Jan-Peter Lohmann. Jetzt fragen Sie, lieber Zuschauer, sich sicher mit einer Mischung aus Interesse und der in Deutschland doch weit verbreiteten latenten Missgunst, wie kann sich ein Mensch wie Jan-Peter Lohmann so ein Auto leisten? Nun, Jan-Peter Lohmann ist Pressesprecher. Pressesprecher der Vereinigten Pulverwerke Dr. Kokolowski GmbH und Co. KG, einem Unternehmen, das sehr viel Wert auf seine Transparenz legt. Mein Name ist Dr. Kokolowski und unser Unternehmen legt sehr viel Wert auf Transparenz. Doch der Reihe nach. Der Pressesprecher ist der erste Kontakt für Journalisten, die etwas von einem Unternehmen wissen wollen. Und die Antwort auf die 62 Fragen, bis wann brauchen Sie die? 16:30. Heute? Jan-Peter Lohmann war früher selber Journalist und wusste daher, wie man mit ihnen umgeht. Das sind natürlich alles unhaltbare Vorwürfe, aber ich überprüfe das gerne und melde mich dann bei Ihnen. Sollten wir das nicht lieber totschweigen? Sie sagen doch immer, wir legen Wert auf Transparenz. Aber doch nicht, wenn wir Mist gebaut haben. Selektive Transparenz. Er betrieb Schadensbegrenzung und überarbeitete die teilweise wirren Interviews von Dr. Kokolowski. Ja und? Bei den Nürnberger Prozessen wurde meinem Vater doch auch nichts nachgewiesen. Erst nachdem er sie geglättet hatte, waren sie freigegeben und durften von der Presse gedruckt werden. Und stand es mal besonders schlecht, so buchte er eine große Werbeanzeige in der Zeitung und erhielt zusätzlich noch wohlwollende Berichterstattung. Natürlich erfuhr er im Unternehmen von Vorgängen, die nicht unbedingt an die Öffentlichkeit kommen sollten. Danach gefragt, folgte er stets diesem Grundsatz. Alles, was ein Pressesprecher sagt, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, muss ein Pressesprecher auch sagen. Doch vor 4 Tagen passierte etwas, das sich nicht so leicht totschweigen ließ. Die Vereinigten Pulverwerke Dr. Kokolowski GmbH und Co. KG stellen 2 Produkte her. Einen Rohrreiniger namens Rohrfrei und ein Mittel gegen Verstopfungen bei Hunden namens Dog-O-Poop. Aufgrund eines bedauerlichen menschlichen Fehlers kam es bei der Produktion zu einer Verwechslung beider Pulver. Das Ergebnis war tragisch. Explodiert? Das ist aber jetzt sehr ungünstig. Das ist aber nicht unsere Schuld. Nein, nein. Ganz sicher. Es ist nicht unsere Schuld. Sagen Sie das der Presse. Jan-Peter Lohmann machte sich an die Schadensbegrenzung. Vor der Pressekonferenz bot er den anwesenden Journalisten ein reichhaltiges Buffet, alkoholische Getränke und Werbegeschenke an, um sie milde zu stimmen. Er erklärte sehr detailliert, dass Dog-O-Poop zu keinen Explosionen führt. Doch dann konfrontierte ihn ein Journalist mit Bildern einer Überwachungskamera, die klar belegen, der Rohrreiniger und das Hundepulver wurden verwechselt und Dr. Kokolowski wusste davon. Sie wussten davon? Ja, im Prinzip vielleicht schon ein wenig. Wenn mir die eigene Firma nicht vertraut, wie soll ich denn dann meine Arbeit machen? Und so riss sich Jan-Peter Lohmann zusammen und verrichtete seinen Dienst. Für die Firma. Und für einen zweiten Porsche. All diese Anschuldigungen sind natürlich vollkommen haltlos. Es könnte allerdings doch eine kleine Restwahrscheinlichkeit bestehen, dass möglicherweise eine human induzierte Vermischung der beiden Substanzen stattgefunden haben könnte, was ich allerdings für ausgeschlossen halte, denn unsere hohen Sicherheitsstandards greifen und machen eben so etwas geradezu unmöglich. Definitiv. Also theoretisch. Vielen Dank.